Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Galaxy on Fire 2 und wir sind auf dem Weg nach Pescal Inachtu, also ins Pescal Inachtu System auf dem Planeten Festus. Und da sind wir auch schon im Festus System. So, Hangar. Wir brauchen andere Waffen, bessere Waffen, schnellere Waffen, stärkere Waffen. Der Gram Blaster. Schiff. Railgun weg, Railgun weg. Wir bauen uns einen Gram Blaster auf. Oh nee. Wir verkaufen mal 10 unserer Energiezellen. Ich hoffe mal, dass das Schiff. Wir hängen dann den anderen Gram Blaster ran. Der Gram Blaster bringt es nämlich. So, die AMR-Oppressoren baue ich mal aus. Die verkaufen wir auch gleich, weil die werden uns da nicht nützen. Und dafür hole ich mir jetzt wieder meine. Gut, wir sind ausgerüstet. Wir sind verbessert mit anderen Waffen. Wir fliegen ins DIMA-System. So, jetzt haben wir auch so einen Piratenblaster. Aber das macht ja nichts. So, jetzt fliegen wir mal ganz gediegen zum Wurmloch rein. Da sind sie wieder. Jetzt schnell zum Wurmloch, bevor es sich schließt. Ja, den Spruch kenne ich schon. Boom. Es schließt sich. Oh Mann, jetzt kommt ihr auf mich oder was? Ich hasse die Void. Ein neues hat sich geöffnet, aber wir müssen uns erst um die da kümmern, die tun uns sonst weh. Okay, er schließt sich wieder und taucht da unten auf. Gut. Okay, wir fliehen jetzt, weil das werden sonst immer mehr. Ich lade schon mal die Tankkappe auf. Okay, es hat nichts gebracht. Dann lade ich. Gestartet. Jetzt muss ich nur noch lang genug am Leben bleiben, um die Daten zu empfangen. Der Counter steht auf 3 Minuten. So lange gehen wir. Okay, Sachen Zeit für die Sonde. Ich muss das Mutterschiff anvisieren. Sobald es aufgeschaltet. 3 Minuten ohne Ärger? Das sollte zu schaffen sein. Ja, schon. Nicht B. Ah.
So, ich lade schon mal die Tarnkappe auf. Guck jetzt noch mal schnell, wie viel haben wir noch? Wir haben 14 Energiezellen noch. Das heißt, wir können noch 7 mal den Tarngenerator anschmeißen. Was auch unbedingt sein muss, wenn wir da das Zeug sammeln wollen. Weil die sind schon in der Nähe. So, verbinde ich gleich mal das Nützliche mit dem Praktischen und hole mir so schnell ein paar Void-Kristalle, wie es geht. Und den Void-Kristall-Kern. Okay. Okay, nein, 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 nicht kaputt gehen, nicht kaputt gehen. Haben wir ihn? Förderung fehlgeschlagen, verdammt! Scheiß Void. Gehen doch mal von vorne. Ich glaube, sie sind sauer. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht sehr willkommen bin. Nee, Max, da hast du recht. Wir sind hier überhaupt nicht willkommen. Außerdem wollen wir ihnen ihre Kristalle klauen. Ja, wir haben's. Void Essence. Da holen wir uns gleich nochmal. Nee, lass mal. Wir kommen wieder. Okay, jetzt versuchen wir uns mal den Arsch zu retten. Datentransfer erfolgt. Ja, jetzt. Wo sind sie? Da unten. Jetzt komm ran hier. Tja, jetzt fehlt uns natürlich die Geschwindigkeit, um relativ schnell ans Wurmloch zu kommen. Hey, das da ist genau vor uns gespawnt. Finde ich nett von ihm. So, ich bin raus. Computer, Sprechverbindung zu Dr. Paulini herstellen. Keith, schön von Ihnen zu hören. Wie läuft es? Mission erledigt. Kleinigkeit. Sie können schon mal Ihr Abendkleid anprobieren. Gute Arbeit. Bevor Sie zurückkommen, müssen Sie noch zu Brent auf die Elliot-Station im Augmenter-System fliegen. Er hat Neuigkeiten für Sie. Die Daten der Sonde übermitteln Sie von dort. Na toll, das war nicht abgemacht. So, Hangar. Jetzt gucken wir mal, wie viel so eine White ist. Boah, fast 5000.
Okay. Karte. Nach Valadon. Von Valadon geht's dann gleich weiter. Ja, wir müssen erstmal frei von dem Scheiß-Ding kommen. Ich will nicht schon wieder ins Void-System. Oh, Gott sei Dank, das hat funktioniert. Das hat auch ganz böse ins Auge gehen können gerade. Die Wortkristalle lasse ich absichtlich noch mal im Laderaum, weil die werden wir später noch mal brauchen. Die brauchen wir für einen Bauplan, den wir später noch vervollständigen müssen. Aber was heißt müssen, wollen, wollen werden müssen. Also der Bauplan an sich ist geil, also den würde ich auf jeden oder muss, will ich auf jeden Fall vervollständigen. Aber den müssen wir auch questbedingt vervollständigen. So, jetzt reicht es mir mit den Piraten. Du kannst, kann ich schon lang machen. So, wo ist der Rest von euch Piraten? Ich die Valador-Station, ich will diesen Piraten an diese kriegen, aber egal. Ach, Tonnen Weltraumschrott. Ein Stück Asteroid, ein Perius-Kern. Niemand entkommt mir, Arschloch. Darf ich jetzt meinen Weg zum Sprungtor beenden? Dankeschön. Gut, wir müssen ins Augmenta-System, safe, nach Eliot. Und da sind wir dann auch gleich direkt schon. Keith, na, wie gefällt dir Deep Science? Dr. Paolini hat mir erzählt, wie wichtig du für sie geworden bist. Ach, tatsächlich? Oh ja. Sie meint, du bist einfach der Beste als Kampfpilot. Ach so. Naja, ich tue, was ich kann. Hör mal, können wir uns beeilen? Ich habe noch einen Termin. Natürlich. Also, wir haben im Kampf gegen die Void einen Durchbruch erzielt. Es gibt jetzt ein Frühwarnsystem für die Sternenkarte. Wir können damit exakt berechnen, an welcher Position im All die Void gerade ihre Wurmlöcher generieren. Mit ein paar Modifikationen sollte dein Navigationscomputer das Signal empfangen können. Fein, dann weiß ich ja jetzt, um welche Planeten ich einen Bogen machen muss. Mir wäre es lieber, wenn du das System nutzen würdest, um hinzufliegen und die örtlichen Sicherheitskräfte zu unterstützen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Du bist natürlich frei in deinen Entschlüssen.
aber ich habe dir für deine bisherigen Leistungen 30.000 Credits überwiesen. Kann dich das vielleicht überzeugen? Es ist jedenfalls ein Anfang. Wir sehen uns, Brent. Okay. Dann fliegen wir mal ins Wolfsreisesystem. Und holen uns endlich das, was wir uns schon immer holen wollten. Bessere Waffen, bessere Munition. Vielleicht ein besseres Schiff? Schauen wir mal. Aber wir fliegen jetzt einfach mal hin und lassen uns überraschen. Ja, da möchte ich hinreisen. Auf den Sprungtor. Ins Union-System. Nach Kappa. So, dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Sprungtor. Aua. Ins Aquila-System. Nach Ayo Ombak. Und dann gleich zum nächsten Sprungtor. Ins Wolfsreisesystem. Nach Tainome. Wo wir uns dann in die Station begeben. Tainome. Es ist schon fast mein Zuhause geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel Spaß mit Wissenschaftlern haben könnte. Naja, mal sehen, wie das Date mit Carla läuft. Ja, Tainome ist schon fast wie zu Hause. Ah, oh, Mr. Maxwell, ich grüße Sie. Mein Name ist Cador. Ich bitte um Verzeihung, falls ich Sie möglicherweise aus wichtigen Missionen heraus hergebeten haben sollte. Mein Anliegen ist jedoch ebenfalls von dringlicher Art. Kommen Sie zur Sache. Mr. Maxwell, ich habe herausgefunden, dass das Geheimnis für die Erschaffung eines Wurmloches des intergalaktischen Transportsystems der Void in der molekularen Komposition einzigartiger Kristalle liegt. Aha. Die Aufzeichnungen Ihrer letzten Mission haben ergeben, dass sich eben solche Kristalle im Territorium der Void befinden. Ich bitte Sie, mir mindestens 50 dieser Kristalle zu beschaffen. Sie benötigen dazu natürlich einen Bergbaulaser. Und ich hoffe, Ihr Laderaum ist groß genug. Ansonsten müssten Sie vielleicht in ein neues Schiff investieren. Vielleicht später. Erst muss ich Dr. Paolini sprechen. Nun, Dr. Paolini ist derzeit sehr beschäftigt. Sie hat keine Zeit für Sie. Was? Warum nicht? Wie ich gerade erläutert habe, entwickle ich einen neuen Raumschiffantrieb, der es ermöglicht, in Sekunden zu jedem Ort der Galaxis zu reisen. Viel effizienter als die derzeitigen Sprungtore. Er wird die Sprungtore ablösen und die Gesellschaft nachhaltig verändern. Ich nenne ihn den Cador-Antrieb. Allerdings benötige ich dringend die erwähnten Kristalle. Ich habe jahrelang nach ihnen gesucht. Hm. Einen solchen Cador-Antrieb könnte ich schon gebrauchen. Und wenn Carla sowieso anderweitig beschäftigt ist, ich werde sehen, was ich... Mr. Maxwell, Sie sind zurück. Und Sie haben auch die Kristalle an Bord. Ich fühle etwas, das sich am ehesten mit Ihrem Gefühl der Begeisterung vergleichen lässt. Hier, nehmen Sie eine Kopie meines Bauplans für den Cador-Antrieb und diesen halbfertigen Prototyp. Damit können Sie selbst ein solches Gerät herstellen. Er bringt Sie sogar direkt in die Welt der Void, falls Sie das wünschen. Perfekt, genau was ich brauche. Danke, Cador, ich... Carla, heute muss mein Glückstag sein.
Wie ist es? Lust auf einen Drink? Oh, Keith. Entschuldigen Sie, ich hatte viel zu tun. Die Datenanalyse. Und ich habe wichtige Neuigkeiten. Lassen Sie mich raten. Das Date ist geplatzt. Es tut mir leid, Keith. Ich bin wirklich zu beschäftigt. Ein bisschen Keith hat noch nie geschadet. Wir können später darüber sprechen. Sie müssen zurück zu Brent. Er ist gerade auf der Station NEMA im System B hin. Wir haben einen Plan ausgearbeitet. Er erklärt Ihnen alles. Okay, ich muss jetzt wirklich zurück ins Labor. Grüße an Brent und bis bald, Keith. Großartig. Wieder kein Date. Der Arme. Aber wir gehen mal in den Hangar, in die Baupläne, in den Kardo-Antrieb bearbeiten. Ja, das ist der Kardo-Antrieb. Ihr habt ja gerade gehört, was er bringt. So, wir gucken jetzt erstmal. Wir brauchen Resium, Doxtrit, Typanium, Elektronik, mechanische Teile, Mikrochips und... Oh, oh, oh. Shop. Perius-Kern. Den Wolf-Reiser-Brandy brauchen wir nicht. Wir brauchen Microchips. Und zwar sehr viele davon. 40 optische Bauteile. 40. Oh Mann, das geht jetzt richtig ins Geld. Aber lieber so als anders. Okay, wir brauchen Hypanium 10 Stück. Hypanium 10 und Pyresium 10. Nein, kein Cesogen, ich will Hypanium. Dann brauchen wir 10 Doxtrit. Ja, ist okay, passt. Verschwinde. Mechanische Bauteile, Mikrochips, okay. Dazu fliegen wir mal nach Aquila. Fliegen ins Io Ombak. Obwohl. Fliegen wir nach Karame. Aber das machen wir alles aus der nächsten Folge. Und ich würde sagen, bis dahin. Auf Wiedersehen.